17 Parteien zur Landtagswahl in NRW zugelassen. Folgende Parteien stehen am 13. Mai zur Wahl. Düsseldorf. Bei der NRW-Landtagswahl am 13. Mai werden 17 Parteien mit Landeslisten auf den Wahlzetteln stehen. Das teilte die Landeswahlleiterin am Samstagnachmittag mit. Einige Parteien wurden nicht zugelassen, da sie die Antrittsbedingungen nicht erfüllt haben. Unter anderem schafften sie es nicht, die erforderlichen 1000 Unterstützungsunterschriften zu sammeln. Daher haben die Parteien den Antrag zurückgezogen bzw. werden nicht zugelassen. Somit können diese Parteien nicht zur Wahl antreten. Die Freiheit, die Republikaner, die DDP, Volksabstimmung, SG-NRW und PBC. Zur Wahl zugelassen wurden dagegen folgende 17 Parteien: CDU, SPD, Grüne, FDP, Die Linke, Piraten, Pro-NRW, NPD, die Tierschutzpartei, Familie, BIG, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Eliteförderung, Die Partei, ÖDP, FBI, Freie Wähler, AUF, Freie Wähler und Partei der Vernunft. In dieser Reihenfolge werden die Parteien auch auf dem Stimmzettel stehen. Bis auf die Partei Freie Wähler und die Partei der Vernunft hatten sich alle übrigen Parteien auch schon 2010 mit Wahlvorschlägen an der Wahl beteiligt. Die Reihenfolge, in der sie mit ihrer Landesliste auf den Stimmzetteln erscheinen werden, richtet sich nach der Zahl der damals landesweit erreichten Zweitstimmen. Die beiden neuen zugelassenen Landeslistenvorschläge schließen sich in der Reihenfolge ihres Eingangs bei der Landeswahlleiterin an.